Ah! Ah, ah! Da sind wir wieder. Ach, warte mal, müssen wir dich. Warte mal. Mussten wir dich zu. Batman? Wo ist denn? Tauge nichts denn. Kamera. Ah, ah! Batman! Ach! Batman kann Enterhaken verwenden, dann macht das doch. Ah, müssen den, den Batwing runterziehen. Dann schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie sich das heute noch entwickeln soll. Wolkenkuckucksheim. Schauen wir einfach mal. Bin mal gespannt. Bin heute generell gespannt und nicht gut gelaunt. Nein, ach. Launtechnisch, ich weiß. Irgendwie bin ich heute so gemischt gelaunt, aber ich bin die Tage sowieso gemischt gelaunt. Ist das Wolkenkuckucksheim? Ich sehe aber gar keine Wolken. Oder Kuckucke. Nein, nein. Dies ist Mittelseeland. Wenn wir in Wolkenkuckucksheim eintreffen, stellen wir die Meisterbauarmee auf, die den bösen Büroturm erstürmt, damit. Ja, ja, schon gut. Gibt's eine Mission in Mittelseeland? Das wäre ganz cool. Eingebaut habe. Meine Höllenhunde, hört mal, wie sie bellen. Oh, kannst du mal ein bisschen leiser machen? Das Lied habe ich für Wildstyle geschrieben. Darkness. Darum geht's um mich als Waisen. No parents. Das ist wahre Musik, Emmett. Batman ist ein richtiger Künstler. Dunkel, nachdenklich. Also, ich bin auch dunkel und nachdenklich. Oh, seht mal, ein Regenbogen. Das ist alles so unangenehm. Die hat beim... Ganz nach oben. Ich glaube, die hat bei dem Lied mitgesungen, ohne dass man bei dem Lied irgendwas hört. Aber hey... Ach, guck mal, es gibt ein Wolkenlevel. Okay, das ist vielleicht ganz nett. Der Eingang ist unter dem Regenbogen da in der Ferne. Oh, noch mehr Regenbögen. Aber ich finde schön, dass wir wenigstens einer der besten Figuren spielen können, die es jemals überhaupt gegeben hat. Und ich rede nicht nur aus Lego-weiser Sache, sondern doch, überhaupt. Das ist meine Greifhakenpistole. Und zwar Emmett. Nein, ich finde natürlich Batman. Oh Gott, was ist denn hier mit der Musik? Was ist heute los, Leute? Was ist heute falsch? So, wir sammeln natürlich wieder sehr viel Geld ein, weil es absolut unnötig ist, das jetzt einzusammeln. Aber hey, was man hat, hat man. Ja, wie geht's? Was läuft sonst so ab? Wie habt ihr eure Woche bis jetzt schon verballert? Habt ihr irgendwas Schönes schon erreicht? Also ich persönlich nicht. Außer, wie gesagt, ich habe diese Woche nichts mehr vor, außer so ein paar Erledigungen und so. Ich muss nur eine Sache irgendwo hinschicken, da habe ich auch keinen Bock drauf. Kann er seinen Batarang schmeißen? Er kann seinen Batarang schmeißen. Hui, hui, hui. Ich muss nur überlegen, was ich heute für einen Film gucke, wie jedes Mal. Heute ist Mittwoch. Ich könnte mal gucken, was es so läuft. Alle gucken irgendwie gerade den Film The Menu, aber der soll auf Disney Plus kommen. Aber ich wundere mich die ganze Zeit, ist der schon auf Disney Plus oder kommt der noch auf Disney Plus? Also ich meine, der kommt am 18. raus. Finde ich auch so lustig. Die haben dann überall auf Social Media gab es dann halt Werbung dafür. So, ja, das kommt dann und dann raus. Und alles so, oh, geil, danke schön, das ist voll lieb von euch. Und ich denke mir so, wieso? Also, ist doch klar, dass die das kriegen. Ist so, als würde ich, keine Ahnung. Als würde ich zum Bäcker gehen und freue mich dann voll, dass die Brot haben. Also klar, das kannst du auch machen, aber so richtig so, wie ihr Brot, das habe ich ja gar nicht erwartet. Ist ja hammergeil. Naja. Vielleicht bin ich da einfach nur ein bisschen unlustig bei, ich weiß. Also ich habe mich auch gefreut, als ich gehört habe, der ist kommt auf Disney Plus, weil da muss ich mir nirgendwo den kaufen oder so und kann den direkt gucken. Interesse habe ich dran. Baby, kannst du diese Wolke runterholen? Klar, Baby. Das klang auch wieder sehr unangenehm. Muss ich denn da... Wo muss ich denn hin? Hier ist ein Regenbogen. Oh, den Regenbogen darf ich nicht. Achso, hier ist nichts. Okay. Das ist... Ich finde es unglaublich, wie viele Sachen man hier einfach im Spiel kaputt... Oh Gott. Sachen man hier immer kaputt machen kann. Naja, aber ich freue mich schon auf Lego Dimensions, auf die Level. Wie gesagt, wir werden ja danach direkt die spielen aus Lego Dimensions, die Level.
Oder wollen wir mal sehen, was sich da so ergibt? Ha? Ach ja, soll ich jetzt mal was ganz Lustiges erzählen? Mir fällt in letzter Zeit oft was ein. Es gibt so ein Spiel auf der Switch, das nennt sich The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Redet da jemand noch drüber? Das ist so ein vergessenswertes Spiel irgendwie, ne? Voll schade. Mario Odyssey vergesse ich auch jedes Mal. Ich glaube, das einzige Switch-Spiel, wo ich wirklich sage, jetzt abseits von so Party-Games, sowas wie Mario Kart oder Mario Party, ist halt wirklich eigentlich nur Breath of the Wild. Aber so richtig, dass ich jetzt so sage, yo, da ist ein Spiel, irgendwie reden da immer wieder Leute drüber. Ja, und vielleicht Pokémon, aber Pokémon auch hauptsächlich nur, weil immer neues Pokémon erscheint. So. Okay, Zelda erscheint ja auch immer wieder neues, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie redet selten mal jemand über die wirklich wichtigen Sachen, wenn ihr versteht. Danke, Baby. Hui, hui. Es gibt so ein paar Videospiele irgendwie. Nein, ha. Die kann auf bunten Feldern springen. Also jetzt sehe ich langsam die Farben. Okay, die waren so ein bisschen. Hey, clever von dir, dich auf die Wolke zu stellen, damit sie nach unten schwebt. Danke, Baby. Ah, ich hab's kapiert, er ist ein Freund. Da enden Heliumballons also, wenn sie davon schweben. Nun, diese hier werden einen Batarang zu spüren bekommen. Oh, kann ich wenigstens den grünen haben? Nein. Die Dialoge, sie sind so unangenehm. Aber wisst ihr, auf welches Spiel ich mich sehr freue? Und das meine ich ernst, ich freue mich mega auf Lego der Hobbit. Ich freue mich richtig auf Lego der Hobbit. Das werden wir so genießen, ne? Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es wird so ein richtig schönes Genießerspiel werden. So richtig. Yum. Und auf Lego Harry Potter die Collection. Darauf freue ich mich auch, die nochmal zu spielen. Schön. Schön. So, als erstes zerstören wir natürlich den grünen. Oh, oder auch nicht. Frag mich, wenn wir hier eigentlich noch spielen können. Also Batman können wir ja spielen, klar. Aber ob wir auch sowas wie... es gibt ja auch noch Gandalf und Dumbledore. Ob man die beiden auch spielen kann? Wer weiß. Also wir konnten ja auch schon Shakespeare und Cleopatra spielen. Warum auch immer. Nee, das erste Level, das war echt nicht gut. Wenn ich das so sagen darf. Schade, dass die Schlacht der fünf Heere fehlt im Lego Hobbit-Spiel. Ja, ich habe hier, als ich die Trailer gesucht habe für das Spiel, ich nehme ja immer als Outro auf YouTube halt die Trailer von dem Spielen. Und da war halt auch Lego der Hobbit und ich habe mir das dann angeguckt. Ich dachte mir so, ah, schön. Und dann hat auch jemand direkt drunter geschrieben, ja, schade, dass das Nils DLC dazu kam. Und ich verstehe das auch bis heute nicht. Besonders, es wurde ja auch am Anfang kommuniziert, dass das halt nachträglich kommt. Deswegen, ich erzähle es ja immer wieder gern. Ich habe das Spiel, wollte ich damals vorbestellen, weil ich der Herr der Ringe habe ich auch direkt zum Release gespielt. Also es gibt nur, ich glaube, ja, Harry Potter und Herr der Ringe. Das sind die einzigen Spiele, die ich direkt zum Release damals gespielt habe. Also später dann auch noch Skywalker Saga. Und jedenfalls, Hobbit wollte ich mir dann auch holen. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, aber was mit dem dritten Hobbit? Ist ja cool, dann sehen wir schon die Story drin. Und dann so, okay, ja, klar. Weiß man ja vom Buch her, was passiert, habe ich mir so gedacht. Ja, und dann hieß das so, ja, der dritte Teil ist nicht drin. Ich so, was? Ja, dann war ich halt echt sauer. Und dann hieß das dann irgendwo... Sollte das in die andere Richtung zeigen? Überlass das mir. Und dann hieß das halt irgendwo, ja, das kommt als DLC nach. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann wartest du halt, bis halt alles draußen ist und kannst dann das komplette Spiel dir holen, so. Ja, und dann erschien das Spiel. Ich habe, ach so, genau, da gab es so eine Special Edition Box, wo es dann halt den Bilbo als Figur gab. Ich dachte so, okay, dann bestellst du erst für die Wii U. Ist ja eigentlich dann auch ganz nett, auch wenn du es nicht unbedingt so möchtest, aber, ne, was man hat, hat man, habe ich gedacht. Ja. Die Edition gab es dann komischerweise, die konntest du bestellen, aber die gab es dann nicht zum Kaufen. Ist so gut. Habe ich auch nur vorbestellt. Gott sei Dank habe ich das nirgendwo bezahlt. Ich habe das irgendwie in so einem Elektromarkt. Dann habe ich jede Woche nachgefragt, ja, ist das denn endlich da? Und der so, nee, warte die nächste Woche. Ja, und die gab es halt nicht für die... Ich habe auch nirgendwo Bilder gesehen, dass es das gab. Ich habe nur die Bilder gesehen, dass das halt erscheinen sollte, aber...
Ja, und dann kam halt, habe ich gedacht, ja gut, dann warte ich jetzt halt so wie ursprünglich geplant, bis alle Inhalte draußen sind. Ja, und dann kam irgendwann die Mitteilung, ja wie, der dritte Teil? Ja, das war nie geplant, dass der dritte nochmal nachträglich kommt. So gut. Da kommen wir doch nie hoch. Vielleicht können wir einen riesen Drachen bauen und hochfliegen. Oder einer von uns könnte eine Treppe bauen, wie es normale Leute tun. Das könnte natürlich auch funktionieren. Man ist so mega kreativ, der Emmel. Ja, und dann habe ich halt mir gedacht, ja gut, da kaufst du irgendwann das Spiel. Und ja, wie der Zufall es so will, habe ich es mir auch schon seit ein, zwei Jahren geholt. Hier ist es. Ich glaube, fehlt da irgendwas drin? Es ist auf jeden Fall mega manipuliert. Demoliert. Also, ich habe alle Wii und Wii U Lizenz-Lego-Spiele. Also Lizenzspiele hier, diese klassischen Lego-Spiele. Außer Lego Batman 2. Das fehlt mir noch der Wii U. Und das hole ich mir aber auch die nächsten Wochen. Weil das wird wahrscheinlich eines der nächsten Lego-Spiele werden. Aber mal sehen. Siehst du, es kommt ein DLC und dann später, als sich die beschwerten, wo bleibt der dritte Film, als sie sagen, die war nie geplant. Jupp. Genau so war's. Und das fand ich mega dreist. Weil es haben mega viele Leute drauf geplant. Wieso kann ich denn... Jetzt kann ich die Figuren wieder wechseln. Manchmal geht das, manchmal nicht. Ich fand das halt mega dreist, weil es kommen so viele DLCs von allen möglichen Sachen, aber von dem dann nicht. Und es hätte ja auch irgendwie, die hätten das ja auch irgendwie klein machen können. Nur ich verstehe auch nicht, warum haben die überhaupt ein Lego-Spiel schon gemacht, bevor der dritte erschien. Irgendjemand war mal hier und der hat gesagt, wo ist das bestimmt der dritte Jurassic World Teil noch als DLC kommt bei Jurassic World, wo ich mir auch so denke, ja. Habe ich ja auch schon damals gesagt, naja, dann sind die aber schon, die sind ja noch nicht mal den zweiten als DLC gemacht, da sind die sehr spät mit. Und das Spiel ist ja, glaube ich, sogar noch für die PS3 sogar erschienen, ne? Nee, kann ja gar nicht, stimmt. Aber es ist halt schon uralt, so. Jetzt abseits der Neuauflagen, da kamen ja ein paar Neuauflagen raus. Ja, ich werde irgendwann der Hobbit halt spielen, ich werde es mir angucken, aber ich werde weinen. Klassischer Fall. Ja, das ist wieder so typisch, so als Kunde wird man irgendwie ordentlich verarscht. Aber so wie ich das gehört habe, also ich mag die Lego-Spiele und ich finde die auch super so wie sie sind. Sie haben viele Probleme. Ich finde auch nicht, dass sie halt Neupreis wert sind. Gar nicht. Ich finde, die sind halt höchstens 40 Euro wert. Eigentlich eher zwischen 20 und 40, sagen wir mal 30 einfach. Ich kann die Figur wieder nicht wechseln. Danke. Ich könnte heute jetzt so ein Eis essen, ne? Aber so ein richtig schön frisches. Also frisches im Sinne von einer Eisdiele. Ach, Vitruvius, okay. Achso, der kann das Klopfzeichen machen, ne? Hallo? Was kommt denn die nicht hoch? Hallo, wechsel doch die Figur! Ich öffne die Tür mit dem geheimen Klopfzeichen. Also er soll wohl halt immer echt viel Probleme mit den Lego-Spielen gewesen sein. Ja. Achso, ich muss einfach drücken, nicht, wenn es kleiner wird. Ich will ihn gar nicht klopfen. Okay, wir gehen einfach mal rein. Jede Eisdiele macht frisches Eis. Ja, das stimmt auch wieder. Ich sag's mal ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich meine auch nicht direkt frisches Eis, aber ich meine halt Eisdiele-Eis. Aber ja, das stimmt. Ich bin Prinzessin Einhorn Kitty und heiße euch alle in Wolkenkuckucksheim willkommen. Wir sollten so schnell wie möglich zum Hund und mit den Meisterbauern reden. Aber es gibt keine Brücke. Moment, können wir in Wolkenkuckucksheim fliegen? Nein, Emmett. Oh. Ich könnte euch eine Brücke bauen, wenn ich bunte Regenbogensteine hätte. Also ich muss sagen, die Synchronstimme im Deutschen von Einhorn Kitty finde ich echt gelungen. Ich muss aber sagen, ich finde alle Synchronstimmen eigentlich sehr, sehr gelungen.
Also da kann ich halt wirklich nicht meckern, auch besonders bei Batman, dass sie halt den Synchronsprecher von Christian Bale genommen haben. Also auch seinen Batman und so. Was dann nochmal so eine gewisse Nuance dazu gibt, um mal ein bisschen schlau zu reden. Ausgemattetes Eis kann auch heißen, dass die Fertigmischung vor Ort angerührt wird. Das ist ja noch schlimmer. Ja, also ich sag mal, es gibt ja auch bestimmte Eissorten, die werden ja auch so verkauft. Da kann ich das noch einigermaßen verstehen. Ja, aber oft ist das halt wirklich, also der Klassiker Eisdealer macht kein gutes, frisches Eis, sondern macht halt da irgendwie, keine Ahnung. Aber anrühren ist ja noch ekliger. Also da würde ich mir eher so vorstellen, okay, die lassen das irgendwie liefern oder so. Wir haben hier oben eine Eisdiele und das ist mega lecker, das Eis. Nur die mussten irgendwann, ich weiß nicht, der Besitzer hat irgendwann gewechselt. Ich weiß den Grund jetzt auch gar nicht mehr. Ich glaube, weil die in Rente gegangen ist oder so. Und ja, und seitdem ist das Eis leider nicht mehr so geil. Und ich weiß, ich war da jetzt seit Jahren nicht mehr und ich muss auch sagen, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich finde auch krass, dass der überhaupt noch offen hat, weil ich da nie Leute sehe. Ja, und bei uns in der Innenstadt gab es auch mal eine mega gute Eisdiele. Und das gibt's leider auch nicht mehr. Ich war, anscheinend haben ein paar der Leute die Arbeit... Wechsel doch die Figur. Achso, die kann die auch zerstören, okay. Die haben dann später in einer anderen Eisdiele gearbeitet. Da war ich vor ein paar Jahren. Die ist ganz gut. Ja. Ich war letztens mit einer Freundin, war ich letztens Eis essen. Da waren wir in, ich weiß nicht, da haben wir uns irgendwo getroffen. Und dann, sie meinte halt irgendwas mit Eis, weil es ja mega warm war. Und da hat so ein neuer Laden aufgemacht. Aber ich muss sagen, also preislich war das teuer. Und ich muss auch sagen, also geschmackstechnisch war es ganz gut. Aber es war halt so von dem Kaufen nicht so geil. Man hat auch nur, Also wir beide haben uns eher vorgestellt, da gibt es richtig, also so auch so Eisteller halt so, weil ich esse zum Beispiel mega gern Spaghetti-Eis. Ich liebe Spaghetti-Eis. Und, ja, aber, nee, gab es halt nur in so ein Pöttchen und dann haben wir das genommen und sind dann halt so ein bisschen rumgedackelt. So, braucht niemand, der repariert. Irgendwie passiert hier auch nichts, ne? Ach ja, stimmt, ich muss ja gedrückt halten. Ich spam immer A. Was soll das eigentlich sein? So ein Frosch? Oh, ich glaube, die lieben sich. Ich glaub nicht. Sie wollen euch helfen. Wildstyle, kommst du darauf? Klar. Die kommen noch nicht. Jetzt kommt die vielleicht darauf. Achso, okay, die hätte da rechts. Und auch nur, wenn er den Stab dahin schmeißt. Boah, ist das hier alles auf? Naja. Weil ich selber so Eis holen, mache ich eigentlich auch nie. Bin jetzt jeden Dienstag immer am Überlegen, weil ich ja eh in der Innenstadt bin, ob ich mir mal irgendwo was zu essen oder so kaufe. Also ich habe hier jetzt so ein, ohne den Markennamen zu nennen, aber das sind so kleine... Ach so. Das sind so Salamis in so einer Plastikpackung. Und die gibt es jetzt halt auch vegan. Und als ich war in einem Laden, weil ich kurz was einkaufen wollte. Und ich wollte auch gucken. Regenbogenkatapult, um darauf zu kommen. Ach cool, das gibt es auch in Dingsbums. In Dimensions. Ja, und dann habe ich mir halt so ein Ding geholt in vegan halt. Das war okay. Aber halt war halt jetzt auch nichts Besonderes. So Döner bin ich immer am Überlegen, aber ich habe immer Angst, da hinzugehen, mir einen zu bestellen. Dann heißt das dann so, ja, das macht jetzt 700 Euro. Aber es wird sich eigentlich anbieten, weil wenn ich dienstags mir halt jedes Mal was hole, also das Einzige, was sich halt nicht lohnt, ist halt, das ist ein bisschen teurer, aber ich wäre dann erstmal satt und ich müsste dann erst am Abend wieder eine Kleinigkeit essen. Da könnte ich mir am Brot machen. Ne, wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich da jedes Mal am Überlegen. Ich wüsste auch nicht, wo so ein Bäcker oder... Also klar, im Hauptbahnhof ist ein richtig geiler Bäcker. Die haben so geile Baguettes. Die sind generell... Das ist so ein... Ja, so ein bisschen...
glaube, das sind so türkische Delikatessen, sind das, meine ich. Und also, dass das auch so ein paar halt schon so Backwaren sind, aber halt so. Ja, so ein Mischmasch halt. Kann man nicht beschreiben. Das sind sehr viel so gefüllte Sachen und so. Das ist richtig lecker und auch mega günstig eigentlich. Und die Baguettes sind halt mega geil. Also die haben auch mit Thunfisch und mit Ei und so. Also das ist preistechnisch zahlst. Also früher hast du, glaube ich, 2-3 Euro bezahlt für ein wirklich großes Baguette halt, ne? Und da warst du satt. Also sowas wäre es mir eher wert. Ich könnte mal gucken. Okay, naja. Aber die Sache ist halt meist so, dass ich. Ja, also früher habe ich da meist mit anderen, weil ich dann irgendwie was machen oder so. Wir brauchen mehr Gewicht, um den Hebel runterzudrücken. Der ist stecken geblieben? Okay. Moment, kann ich ja auch hoch? Ach so. Oh, cool, das geht automatisch. Aber so, so alleine gehe ich eigentlich selten irgendwie was essen holen. Sehe da aber auch meist so nicht den Sinn dahinter. Außer jetzt hier, wie gesagt, man hat dann genug gegessen. Ein Küken! Oh, ist das putzig. So, noch ein Checkpoint. Und die Regenwolke wird zu einer Sturmwolke. Oh, shit. Jetzt echt mehr zu kaputt machen, als ich gedacht habe. Wie ist das eigentlich, wenn ich das hier mache? Das ist ja noch viel besser. Da wird ja automatisch dann alles anvisiert. Und ich krieg direkt das Geld, ohne das sammeln zu müssen. Ja gut. Ich glaube, später gibt es noch so eine ähnliche Figur. Ich weiß gar nicht, ob Vitruvius das auch so gut kann. Ich wünschte, ich könnte alle Regenbögen vernichten. Ja, vielleicht schaffst du das irgendwann. Freue mich auch schon total, wenn wir die in Lego Dimensions die Level aus dem Lego Batman Film machen. Aber da weiß ich noch gar nicht, wie die sind. So. Die Regenbogenbrücke erinnert mich gerade ein bisschen an Ocarina of Time. Ist ja auch eine Regenbogenbrücke. Später, wenn man alle Weisen besiegt hat. Die schießt, ne? Ja. Und ich krieg Kopfschmerzen, bitte nicht. Aua. Jetzt nicht so vorteilhaft. Ich mag keine Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind keine geile Sache, ist das so. Ja gut. Ah, da ist der Princess wieder. No. Haben wir alles erledigt? So. Ja, wir haben das Spiel gewechselt, weil das Donkey Kong hat mich wahnsinnig gemacht. Ich dachte, das ist ein guter Kompromiss. Und dann spielen wir die Tage ein anderes Lego-Spiel. Wahrscheinlich. Ih, heißer Tee. Ich denke mal, das sieht aus wie eine Teekanne. Fertig für den nächsten Tag. Ja! Das habe ich mir gedacht. Ja, es ist trotzdem. Drücke bitte X, damit wir dir nicht die Figur geben, die du eigentlich jetzt brauchst. Obwohl da steht, du sollst X drücken. Hallo? Ja, jetzt bist du nicht mal alleine, Luigi. Wow, nochmal. Ach komm,
Hallo! Boah, das ist so unlustig heute. Entschuldigung, wenn ich heute so ein bisschen miesepetig gelaunt bin. Mir geht's heute so auf den Senkel. So. Ach so. Okay, das ergibt Sinn. Und sonst, ich glaube, ich mache mir gleich schön, je nachdem, wie lange ich heute wirklich wach bleibe, weil heute Nacht kommt noch bei Games Done Quick Pokémon Rot oder Gelb stand, was ich ein bisschen verwunderlich fand. Aber vielleicht ist das auch so ein Gegeneinander-Ding. Das wollte ich gucken und ich denke mal, dabei setze ich mich vielleicht am PC oder so. Und in der Nacht kommt dann auch Ocarina of Time 3D und da freue ich mich sehr drauf. Und ich habe jetzt überlegt, ich mache mir wahrscheinlich Brötchen mit Chili Cheese Nuggets, weil ich da mega Bock schon seit Wochen habe. Das ist dieser rote Stein. Okay. Eigentlich möchte ich gerne noch Tomaten drauf. Vielleicht frage ich gleich mal meine Familie, ob die noch eine Tomate drin hat. Robert Freitag zu haben. Der Freitag. Bin mal gespannt. Also, Freitag werde ich auf jeden Fall auch streamen. Da könnt ihr euch schon mal bereithalten. Und wie gesagt, ich bin am überlegen, ob wir Breath of the Wild spielen. Entweder Breath of the Wild oder, also Breath of the Wild, glaube ich. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt noch keine positive Resonanz von euch so gekriegt zu dem Spiel. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Besonders wenn bald Tears of the Kingdom kommt, dann können wir bis dahin dann schon mal so ein bisschen da weiter zocken. Und je nachdem, wie lange das dauert, kann man dann ja, kommt man danach noch irgendwas anderes spielen. Ich weiß aber auch noch nicht, welches Spiel genau. Ich könnte die Woche gerne enden, keine Lust mehr. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Schalter, okay. Bring die Kurbel zur Maschine. Gekurbelt, Leute. Ich habe noch 2 Tage Urlaub offen im Januar. Wenn es klappt, habe ich Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Oh, ja, mach doch. Also, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Das ist ein sehr gruseliger Clown. Und mein Wasser ist leer. Nein, jetzt werde ich verdursten. Auch keine Clowns. Ich hatte früher, als ich klein war, panische Angst vor Clowns. Was wohl sehr zum Leidwesen meiner Familie war. Oh ja, hat der Scheißkerl mich gefressen. Bis Ende Januar. Ja, ja. Ja, der Januar ist ja noch ein bisschen, ne? Obwohl so lange hat die einfach ein Ei ausgekackt. Also ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Clowns. Übrigens, wir haben doch letztens darüber geredet, wegen dem Film, weil jemand ja meinte, ich glaube Lolo war das, wegen der Neuauflage von Dracula. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt kommt hier eine Neuverfilmung von Nosferatu, von Robert Eggers. Ich habe übrigens an dem Tag dann auch den The Witch von Robert Eggers gesehen, der übrigens wahnsinnig gut ist. Und tatsächlich wird der gespielt von, ich glaube, ist das Bill Skarsgård oder Will Skarsgård? Auf jeden Fall der, der den Pennywise spielt in den S-Filmen und halt auch in dem Prequel. Es kommt ja jetzt ein Prequel zu S, der heißt Daryl oder so, also so wie die Stadt, oder Derry. Und da spielt er den auch wieder. Ich hoffe, das kommt auch auf Blu-ray. Aber ich glaube eigentlich, die Sachen passen. Was ist Wild, hört sich gut an.
Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, da freuen sich auch ein paar rüber und ist halt als Vorbereitung dann für Tears of the Kingdom, was ja dann im Laufe des Jahres erscheint. Im Mai, glaube ich, ne? Alter, das Spiel nimmt ja gar kein Ende. Was ist denn hier los? Wie lange spielen wir jetzt schon in dem Level? Bestimmt eine Dreiviertelstunde gefühlt. Wir sollten Ausschau nach Anleitungsseiten halten. Da oben ist eine Anleitungsseite. Ich sammle auch jeden Scheiß ein, aber trotzdem. Gott, das Ding hat Augen. Ich würde ja sagen, man könnte ja danach noch ein anderes Zelda-Spiel spielen. Ich wüsste jetzt aber noch nicht genau, was. Also wir spielen dann auch Master Quest weiter und dann überlege ich mir dann halt, was man dann genau sich daraus noch ziehen kann. Diese Farben, ja, es ist die Hölle. Bei mir ist es Gott sei Dank ein bisschen ausgegraut. Ich habe heute total Panik gekriegt, weil ich plötzlich alles so farbenlos gesehen habe. Aber das hat sich dann gebessert. Das war einfach wegen dem Lichteinfall. Aber es war schon echt gruselig. Und der Bildschirm hier sehe ich auch alles nicht so farbenfroh, aber auf dem anderen halt ist besser. Wir spielen ja danach dieses andere Spiel hier. Ja, Starlink, genau. Das habe ich hier hinter mir liegen. Ich blödel. So. Ich sammle übrigens so viel Geld an, damit wir später genug Geld haben in den Dingsbums-Dingern, ja? Sie sagt, wo sammelst du jetzt auch alles ein, du Idiot? Nein! Das sind zu viele Farben, Luigi. Nicht den Kappa in Regenbogenfarb. Kann ich jetzt noch weiter gucken? Ich weiß nicht genau, was mir das jetzt gebracht haben soll. Ja, und jetzt? Ich stand, ich sollte die Figur wechseln. Hä? Ich verstehe jetzt nicht genau, was das Spiel von mir will. Hä? Ich glaube, ich habe das nicht richtig kaputt gemacht. Ich muss am Freitag nur einkaufen, das nervt mich schon an. Oder ich muss am Samstag machen, wo ich so viel zu tun habe, Geburtstag bei einem Bekannten vorbeischauen. Ja, ich bin am Samstag auch auf dem Geburtstag. Ach! Nee, warte mal. Aus der Entfernung hat das gerade grün geleuchtet. Und, ach so, ich kann das generell jetzt auf... Ach so, stimmt, ich muss das ja gedrückt haben. Ja, ich muss, Keine Sorge, ich schaffe den Elefanten aus dem Weg. Ich muss halt, am Freitag geht meine Familie einkaufen und entweder gehe ich da mit oder ich frage, ob die mir ein paar Sachen mitnehmen können. Aber ich habe keinen Bock momentan aus dem Haus zu gehen. Deswegen. So. Geht mir immer noch um und sagt, nein, immer noch. Wäre immer noch gute Besserung dann. Das ist echt krass, wie stark diese Erkältungswelle durchgeht, ne? So, der Elefant hat Angst. Wow. Aus Cartoons kann man tatsächlich was lernen. Ist das überhaupt eine Tatsache, dass die davon Angst haben vor Mäusen? Ich habe das noch nie in echt gesehen.
Also nicht, dass ich das sehen will, aber... Das ist ja so eine Sache, die bestimmt irgendwo mal ausprobiert wurde, ob das echt ist. Achso, jetzt geht das plötzlich, okay. Oh, bitte Level sei jetzt langsam oben. Das macht dann schon irgendwie so ein bisschen kirre alles. Mal diese bekloppte Musik. Aha. Schön. Dann mach mal Emmet. Eine Rakete? Mann, warum jedes Mal? Ja, gut. Boah. Los, alle rein. Nächster Halt, der Hund. Hund. Lord Business plant angeblich den Einsatz eines zur Waffe umgewandelten Craigle am Taco-Dienstag, um die Welt, wie wir sie kennen, komplett zu zerstören. Bitte beruhigt euch! Es gibt noch Hoffnung. Der Besondere ist erschienen. Ja! Wir haben's. Emmet als Clown. Oh Gott! Die hatten sich auch keine Mühe. Besonders, da sind so viele coole Figuren in dem Spiel. In dem Film. Ich hole mir, glaube ich, jetzt auch ein Energy zu trinken. Voll müde.